Um das Gewicht dazu zu bringen, dass es sich immer weiter dreht, ist das richtige Timing unglaublich wichtig. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Christina und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video soll es um den Smart Hoop gehen. Ich habe nämlich eine Nachricht von Mechthild bekommen, die mir geschrieben hat: Habe den Smart Hooler und kriege es einfach nicht hin. Mit dem normalen klappt es perfekt und lange. Kannst du mir da irgendwelche Tipps geben? Würde mich sehr freuen. Ich habe ja bereits ein ausführliches Video zum Thema Smart Hoop gemacht, wo ich 30 Tage lang ausschließlich mit dem Smart Hoop trainiert habe. Falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, verlinke ich es euch einmal oben in der Ecke bzw. packe euch den Link in die Infobox. Auf jeden Fall soll es in diesem Video darum gehen, alle meine Tipps zusammenzufassen, die mir dabei geholfen haben, mit dem Smart Hoop zu trainieren, damit auch ihr mit dem Smart Hoop Training anfangen könnt. Falls euch dieses Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren. Und jetzt viel Spaß! Kommen wir direkt zu Tipp Nummer 1, Befestigung. Wenn ihr den Smart Hoop befestigt, sollte dieser wirklich dicht an eurem Körper sein. Es darf wirklich keinen Platz mehr zwischen den Noppen und eurem Körper geben. Um den Smart Hoop anzupassen, können die Elemente beliebig hinzugefügt oder abmontiert werden. Tipp Nummer 2, Position der Konstruktion. Überprüft gerne einmal im Spiegel, ob sich die Smart Hoop Konstruktion parallel zum Boden befindet. Ich habe in der Vergangenheit bei anderen beobachtet, dass der Reifen hinten gerne nach oben rutscht. Das kann verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel, dass der Reifen nicht fest genug am Körper befestigt wurde oder dass man zum Beispiel im Hohlkreuz steht und dadurch dieses Ungleichgewicht entsteht. Es ist also ganz wichtig, den Rücken gerade zu halten und den Reifen parallel zum Boden auszurichten, damit ihr das Gewicht nicht nach oben befördern müsst, was ja viel schwieriger ist, wenn nicht sogar unmöglich. Tipp Nummer 3, Bandlänge. Bei den meisten Smart Hoops könnt ihr die Länge des Bandes verändern. Ich würde euch raten, verschiedene Längen auszuprobieren, um dann festzustellen, welche Länge euch vor allem am Anfang dabei hilft, das Gewicht zum Kreisen zu bringen. Im Nachhinein könnt ihr die Länge immer noch verändern, um die Intensität anzupassen. Dabei gilt, je kürzer das Band, desto intensiver das Training. Tipp Nummer 4, der Schwung. Um ein Gefühl für den Schwung zu bekommen, der nötig ist, um das Gewicht kreisen zu lassen, könnt ihr dieses in die Hand nehmen und nur durch das Abwerfen einen gewissen Schwung erzeugen, um das Gewicht mehrmals kreisen zu lassen. Ich nehme dafür das Gewicht in eine Hand, ziehe das Band zur Seite und werfe es nach vorne ab. Dann könnt ihr beobachten, wie oft sich das Gewicht dreht, ohne dass ihr mit dem Körper nachhelfen müsst. Tipp Nummer 5, die Ausführung. Beim Training mit dem Smart Hoop unterscheidet sich das Ausführen der Bewegung nicht wirklich vom Training mit einem normalen Hula-Hoop-Reifen. Auch hier gilt es, die Bauchmuskulatur anzuspannen und dann entweder die Beine nebeneinander und das Becken von rechts nach links bzw. nach vorne und nach hinten zu bewegen. Oder ein Bein nach vorne zu stellen und hier das Becken nach vorne und nach hinten zu bewegen. Das ist meiner Meinung nach am einfachsten, aber probiert wie immer alle Variationen aus, um herauszufinden, welche für euch am besten funktioniert. Außerdem sollte der Bewegungsimpuls konzentriert aus der Körpermitte kommen. Der Oberkörper bleibt währenddessen relativ bewegungslos. Tipp Nummer 6, das richtige Timing. Um das Gewicht dazu zu bringen, dass es sich immer weiter dreht, ist das richtige Timing unglaublich wichtig. Bei mir ist es so, dass sich mein Becken immer erst in die Richtung der Kugel bewegt, dann aber kurzfristig auf die gegenüberliegende Seite schwingt, um die Kugel mitzuziehen. Das ist sowohl der Fall, wenn ich das Becken nach vorne und nach hinten bewege, als auch wenn ich das Becken von rechts nach links bewege. Das richtige Timing zu finden kann etwas dauern. Hier gilt es nicht zu schnell aufzugeben und immer weiter zu üben. Oh, auch schön. Damit ihr ein Gefühl dafür entwickelt. Ich hoffe, meine Tipps konnten euch ein wenig weiterhelfen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss!